So, hi Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Limit für getötete Gefängniswärter. Bruder, halt. Das sind zwei. Müssen wir tierisch aufpassen. Zwecklos. Ich kann nichts sehen. Das ist echt schwierig gerade. Ich weiß nämlich nicht, müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen da die Treppe hoch. Die. Kommt der? Den schnappen wir uns. Einen Moment, Mann. Fuck! Heikling, her mit dir! Hier geh ich! Shit! Schade. Wäre der eine jetzt so gekommen, hätte es geklappt. Okay. Das geht also nicht. Das ging in die Hose. Aber es war auch blöd, dass wir den einen schon aufgescheucht haben im letzten Part noch. Gut, dann versuche ich das jetzt einfach mal, dem zu folgen. Nein, 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 nein. Bleib da, nichts passiert. Huh, schnell. Da ist Hickey hinter dieser Tür. Das ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz, sowas in der Art. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason, für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Ach, der Mason, der war schon in Battlefield cool. Holy! Du bleibst mal hier. So, jetzt können wir nur noch einen umbringen, um da volle Synchronisation zu erlangen. Shit. Hey, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ah, wir haben ja noch eine Minute. Einen können wir noch klein machen. Aber auch nur noch einen. Komm zurück! Hörst du? Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Wie der so die. Kann ich auch schöner verschwinden. Ist ja geil. Ich kann die Hände zusammenschlagen. Hier bin ich. So, wenn wir uns den jetzt. So, schnell hin. Scheiße, was drauf. Was zur Hölle? Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will. Und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird das ablaufen. Erst fesseln wir dich und bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten George. Hm? Ja, klar. Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Und sobald das erledigt ist, nun dann.
Charlie. Ist ja putzig. Die wollen uns hinrichten, das wird aber... Wollte gerade sagen, nichts mit uns. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, worum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Ja. Ja. Ah. Verdammt, und jetzt war's das, oder was? Brightwell Zuchthaus. Holy. Naja, wenigstens volle Synchronisation. Das ist wenigstens eine gute Nachricht. Aber das war echt krass. Also das war eine Überraschung. Hoch mit dir! Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Entweder ist es Gericht oder gleich schon das Urteil. Mach's gut! Alter! Wie die hier drauf sind. Du musst ja langsam was überlegen. Es wird eng. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, was dürfen wir jetzt machen? Ah, nee. Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgten dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Das, was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Dann gibt's gar keine Verhandlungen. Also das ist doch mal... Das ist gerecht. Ja, so war's damals. Na super, und wir dürfen jetzt laufen. Das ist aber echt entwürdigend. Da oben ist Washington. Dabei wollten wir ihn eigentlich retten. Und jetzt schaut er uns zu. Habt ihr das gerade gehört? Das hat sich sehr nach Assassinenklinge angehört. Na super. Ich will da nicht vor, Freunde. Hey, da oben. Ist es nicht Benjamin Church? War das gerade nicht Benjamin? Der hieß doch so, oder? Oder der heißt doch so. Also wir sind hier anscheinend nicht alleine. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach du Kacke. Sag mal. Achilles! Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzer und sonst nichts. Na, ja, das wird witzig. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten.
Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finster oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, ist das geil gemacht. Wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuklären. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Auf jetzt! Muss Hickey stoppen. Los! Ach du Kacke. Verdammt nochmal, Freunde, das war echt krass. Nee, never. Du kommst hier nicht weg, ehrlich. Und tschüss, mein Freund. Das war's mit Hickey. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Okay, öffentliche Hinrichtung. Dann heißt es jetzt auf nach Philadelphia. Aber das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um da jetzt irgendwie so eine Pause rein. Also nicht Session-Pause, sondern jetzt von der Vergangenheit. Also, dass wir wieder zurück zu Desmond reisen oder sowas. Das ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Nee, doch noch nicht. Okay. Ist das ein Kompliment?
Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil, aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du, sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Wird gemacht, aber in diese Tür gehen wir erst im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.